Herr Dahnke, gehen Sie regelmäßig ins Theater? Ja, meine Frau und ich haben ein Abonnement im Deutschen Theater. Und von Zeit zu Zeit hat meine Frau Bereitschaftsdienst als Rotkreuzhelferin im Theater. Und was haben Sie in letzter Zeit gesehen? Ja, ich habe Androklus und der Löwe und Schillers Räuber gesehen. Frau Wallmann, gehen Sie gern ins Kino? Nur sehr selten. Warum so selten? Die Kinos in Göttingen liegen so weit von meiner Wohnung entfernt. Hören Sie denn gern Radio? Ja, sehr gerne. Und welche Sendungen? Am liebsten Volksmusik, das heißt Singen von Volksliedern und klassische Musik. Frau Hecker, hören Sie gern Radio? Ja, vor allem Musiksendungen, Schlager. Bei uns im Haus läuft das Radio von morgens bis abends. Sehen Sie auch gern fern? Ja, aber im Sommer weniger. Da sind wir meistens mit den Gästen zusammen. Und wie ist es im Winter? Ja, da sehen wir etwas mehr fern. Und was sehen Sie da gern? Die Tagesschau und Kriminalfilme. Haben Sie da Lieblingssendungen? Ja, der Kommissar. Herr Meinholz, haben Sie einen Fernseher? Ja, ich habe einen Farbfernseher. Was ist Ihre Lieblingssendung, Herr Meinholz? Im Reich der wilden Tiere. Was ist das für eine Sendung? Das sind Dokumentarfilme über wilde Tiere im Ausland. Herr Sohl, haben Sie einen Fernseher? Ja, wir haben einen Fernseher. Was ist Ihre Lieblingssendung? Ich sehe gerne Monitor. Das ist ein Bericht über aktuelle politische Ereignisse. Frau Swart, hören Sie lieber Radio oder sehen Sie lieber fern? Früher habe ich nur Radio gehört, aber jetzt sehe ich auch fern. Welche Sendung sehen Sie gern? Die 19 Uhr Nachrichten, die 20 Uhr Nachrichten, die Kommentare, Krimis und auch mal ein nettes Lustspiel. Sehen Sie auch politische Sendungen? Ja, Monitor, ZDF-Magazin und besonders Journalisten fragen, Politiker antworten. Die Journalisten fragen so klug und die Politiker lügen dann so schön. Herr Dahnke, sehen Sie oft fern? Ja, eigentlich schon. Und was sind Ihre Lieblingssendungen? Am liebsten sehe ich große Fußballspiele und klassische Theaterstücke im Fernsehen. Gestern habe ich das Spiel Bayern München gegen die russische Mannschaft aus Erivan gesehen. Und wer hat gewonnen? Die Mannschaft aus München hat 2-0 gewonnen. Herr Klinge, hören Sie gern Radio? Nein, nicht sehr oft. Sind Sie sportlich aktiv, Herr Klinge? Ja, ich bin Schütze. Wie oft schießen Sie denn da? Das ist sehr unterschiedlich, aber meistens einmal in der Woche. Haben Sie eigene Waffen? Ja, ich habe 3 eigene Gewehre. Von den Stücker, sind Sie sportlich aktiv? Ja, ich schwimme gerne und spiele auch sehr gern Tennis. Wie oft schwimmen Sie? Einmal in der Woche gehe ich mit Freunden ins Hallenbad. Von den Stücker, wann spielen Sie Tennis? Wenn möglich, spiele ich am Wochenende Tennis. Sind Sie in einem Verein? Nein, ich bin in keinem Verein. Ich spiele nur mit Bekannten. Was machen Sie denn lieber, Frau Klee? Radio hören oder lieber Fernsehen? Morgens früh höre ich erst Radio und abends Fernsehen. Welche Sendungen sehen Sie am liebsten, Frau Klee? Am liebsten den internationalen Frühschoppen. Das ist eine Diskussionsrunde mit Journalisten aus verschiedenen Ländern. Wie oft sehen Sie diese Sendung? Die erscheint jeden Sonntagmorgen um 12 Uhr. Worüber reden die Journalisten in dieser Sendung, Frau Klee? Über politische Ereignisse der letzten Woche. Wie lange sehen Sie diese Sendung schon? Seit 20 Jahren. Sehen Sie auch noch andere Sendungen? Ja, ich sehe gern gute Filme, zum Beispiel Forsyth Sage. Wie lange hören Sie schon Radio? Seit über 50 Jahren. Gab es damals schon Lautsprecher? Nein, wir haben zuerst nur mit Kopfhörer gehört. Was für Programme hat es damals gegeben, Frau Klee? Nachrichten, musikalische Sendungen, aktuelle Sendungen.
Und welche Sendungen haben Sie davon am liebsten gehört? Vor allem politische Sendungen. Hören Sie auch heute noch gerne Radio? Ja. Wie lange hören Sie täglich Radio, Frau Klee? Im Winter von 8 bis 9, aber im Sommer schon von 7 bis 9. Was sind das für Sendungen, Frau Klee? Morgens früh erst die Nachrichten und nachher die Presseschau. Die muss ich hören. Hören Sie nur deutsche Sendungen? Nein, ich höre deutsche und ich höre auch englische BBC.